Dann machen wir mal weiter. Was steht denn an? Genau, geh in den Baumodus. Wir müssen in den Baumodus. Wir gehen mal an den Computer. Wir müssen ja, wir müssen nicht. Wir können. Wäre schön, das Tierheim auszubauen. Für mehr Platz, eventuell auch für mehrere Tiere. Versuche das Gelände vorzubereiten, indem du die Gebäude neu anordnest. Kaufe eine Waschanlage. Elmo geht's gut, wunderbar. Wir haben eine E-Mail. Der Michael. Hallo, ich bin so glücklich mit meinem neuen Haustier. Das ist doch sehr schön. Der ist glücklich. Also wenn er glücklich ist, dann sind wir doch auch glücklich. Dem aus ihrem Tierheim. Der die Hund erfüllt. Was? Der Hund erfüllt alle meine Erwartungen. Was mich sehr glücklich macht. Das freut mich. Bitte nehmen Sie dieses Geschenk von 340 Euro als Zeichen meiner Dankbarkeit an. Viele Grüße, Michael Krüger. Flauschi, ne? Flauschi war's. Flauschi. Oh, sehr schön. Als gelesen markieren. Der Flauschi. Wunderbar. So, wo geht's nochmal ins Baumenü? Wo war denn das hier? Tiere suchen. Da. Baumodus. Mach ein Upgrade in deinem Tierheim. Kaufe neue Gebäude, Möbel und stell so viel wie möglich um. So, ja, dann haben wir. Okay, dann müssen wir mal gucken. Verlassen. Den Baum. Nein, Geld. Wir haben 9600. Erweiterungsticket 3. So, Büro Level 1. Dein Büro, von dem aus du das Tierheim verwalten kannst. Mülltonne. Lagerlevel. Lager für die Lagerung von Gegenständen. Am Baum. Draußen mit Blumen in einem sechseckigen Feld. Ja. So, wir haben ein Gehege. Kann man da auch. Oh, wunderbar. Kann man mit Pfeiltaste? Ja. Was macht denn der unser Elmo? So ganz allein, der Elmo. Okay, wir müssen mal gucken. Ah, wir können hier. Da können wir erweitern. Erweiterungsticket. Oder hier hinten raus, ist die Frage. Wir sollen ja. Was war das? Waschstation war das, ne? Ja. So eine Waschanlage. Möbel gibt es auch. Verkaufen? Nein, verkaufen könnte man auch. Wollen wir jetzt aber nicht. Wir wollen nichts verkaufen. Sonstige Gebäude. Okay. Ein Fotostudio gibt es auch für den Hund. Wohngebäude. Veterinärklinik. Aber wir sollen ja. Hier müssen erstmal die Aufgaben, ne? Und so. Waschsalon. Waschanlage. Wir haben hier einen Waschsalon. Waschraum. Wird das wohl sein, ne? Kostet 3.434. Waschanlage, Waschraum. Wird dasselbe sein, ne? Was gibt es denn noch? Oder sonstige Gebäude? Mülltonne, Lagerlevel, okay. Nee, das wird wohl richtig sein. Gebäude, wir haben auch Möbel hier. Büroeinrichtung. Ja, kann man, muss man nicht. Klinikeinrichtung? Behälter für medizinische Abfälle? Einmal Operationstisch, Stuhl. Okay, Sessel, Stuhl, medizinische Leuchte. Okay, das sollen wir ja alles noch gar nicht, ne? Gebäude haben wir. Voreinrichtung. Kacktütenspender mit Behälter. Hundekäfig Level 1. Kostet 300. Hundekäfig Level 2. Ah, dann könnten wir. Hundekäfig haben wir Level 1. Die Frage ist, wird es von dem Platz denn reichen? Da können wir doch später dann da Hundekäfig verkaufen. Die kommen dann weg und kaufen da halt dafür bessere Käfige. Aber wir wollen ja nichts überstürzen. Wir müssen jetzt erstmal hier mit dem Waschen und so. Ach, Dekorationsgegenstände, Teppiche und Läufer, Mauern und Zäune. Was haben wir denn da? Ja, warte ein bisschen was. Dekoration. Wir gucken mal Gebäude. Wir sollen ja wegen waschen, ne? Waschstation. Ich denke mal, das wird dann das sein. Waschraum Level 1. Gibt es dann auch später Waschraum Level 2 und Waschraum Level 3. So, aber wir müssen ja bestimmt erstmal.
das ist der Waschraum. Wir müssen erstmal anbauen, ne? Wir haben ja 3 Tickets. Kommen wir auch irgendwie den drehen? Nee. Aber ich überlege gerade, wo wir den Waschraum. Hier ist das Lager. Ich würde hier den Waschraum. Geländerweiterung willst du dagegen? Ja. So. Das erste Upgrade, ein bisschen mehr auf Auslauf. Mhm. Bisschen mehr Auslauf könnte man auch. Aber momentan, es geht noch vom Platz her, die Tiere. Wir werden erstmal jetzt Waschstationen hier. Ach, hier ist jetzt. Objekt Dreh mit Q und E. Ist nur die Frage, wo ist denn. Upsala. Wo ist denn der Eingang? Ach, das ist schon richtig. Warte. Der Eingang ist, glaube ich, vorne. Platzieren den einfach mal erstmal da so hin. So. Bring den Hund zur Waschstation und reinige ihn. Denke daran, Hunde sind keine Katzen. Sie putzen sich nicht. Setz den Hund in den Waschbereich. Was anderes gelesen. Okay. So. Elmo. Wo bist du, Elmo? Nee, nicht weglaufen. Komm mal ran hier, Elmo. Hallo, Elmo. Washing. Elmo. So. Versuche das Tier woanders zu platzieren. Warte, ich möchte doch. Ah, hier ist auch eine Tür. So, du kommst jetzt in die Waschmaschine. Nein, natürlich nicht in die Waschmaschine. Das ist ja sehr schön. Badewanne. So, Elmo. Jetzt geht das los hier. Ja, da guckst du mal. Da bist du erstaunt, ne? Geht gleich los. Nimm Shampoo und gib etwas auf deinen Hund. Wo haben wir denn Shampoo? Wo haben wir Shampoo? Ja, oh, da haben wir Shampoo. Ja, da. Medical Shampoo. So, hochheben. Ich möchte es nehmen. Okay. Waschstation. Shampoo. Drücke eine kleine Menge Shampoo auf das Tier, das du waschen möchtest. Okay, Schwamm haben wir auch, Schwamm. Sobald dein Hund in der Duschwanne ist, kannst du einen Schwamm nehmen und ihn auf seinen Hund, auf den Hund legen und bewege ihn dann, auch wie beim Thema wie mit dem Streicheln, sanft und schmutziges Fell entlang. Aha, er beginnt den Schmutz zu entfernen. Fahre fort, bis der Kreis gefüllt ist. Okay. Föhn. Trockne das Fell. Fülle den Kreis. Kreis füllen. Achso, mit dem Shampoo, ne? Waschschlauch. Erstmal einschamponieren, dann mit dem Schwamm und dann mit dem Waschschlauch hinterher. Nimm den Wasserschlauch und spül den Schaum ab. Der Vorgang wird so lange dauern, bis du den. Wie heißt das Ding? Kann ich gar nicht aussprechen. Indikationskreis. Okay. Also, bis ich den Kreis fülle. Füllen. Okay. So, einseifen, Schwamm. Und dann gucken wir mal. Lalalala. Ja, da komm mal ran hier. Okay, ich komme ja schon. Da guckst du, wa? So, den Zwamm hier. Ach, geht gar nicht, weil ich. Nein, pack das mal weg. Das brauchen wir nicht. So. Das ist doch schön, ne, Elmo?
Wundervoll. So, ach nee, wir müssen ja. Da war ja was. Wir müssen erstmal hier den Schlauch. Da irgendwie Seifte Elmo. Warte mal, ich muss mal gerade was gucken. Kriegen wir dich so? Kriegen wir dich so? Ja, so kriegen wir doch bestimmt schon wieder ein schönes Bildchen hin. Jetzt bist du richtig klatschnass, Elmo. Das ist doch sehr schön. Hast du rote Augen? Sieht so komisch aus. So, jetzt wollen wir nochmal den Föhn. Ach, wir müssen dich hier ein. Na komm bitte, das dauert, aber du bist ja sehr nass. Ist ja sehr nass. Da siehst du gleich wieder schick aus. Der glänzt ja richtig. Erste Bad ohne Komplikation. Zum Glück gab es keine Komplikation. So, ja, fein, dass ich gemacht. Ja, fein. So, vermitteln Sie zwei Tiere an eine neue Familie. Ja, da müssen wir brauchen dann sozusagen Nachwuchs. Ach, wir haben ja jetzt einen Föhn. Hätten wir auch das Handtuch nehmen können? Zusammengerolltes Handtuch. Hätte ich dich jetzt auch abtrocknen können? Weitere Infos? Naja, okay. Oh, stimmt. Naja. Oh, so. Sauber. Elmo ist sauber. So, Elmo. Sehr schön haben wir das gemacht. Na, zumindest machst du ja anständig, ja? Hm? Es geht doch, ich wollte gerade sagen, ich muss da doch eigentlich nicht mit dem, ja, mit dem Schrupper hinterher, ne? Ich gar nicht mit dem Schrupper hinterher. Wunderbar, oh, das ist leer, das ist nichts, okay? Hunger, Durst, da kannst du denn, ja, und so, weißt du Bescheid. Ja. Yeah. Aber ich glaube, du gehst nicht von alleine rein. Eigentlich kannst du auch von alleine, ne? Müsste ich ja eigentlich nicht da. Wäre gut zu wissen, ob er es alleine macht oder muss ich ihn reinsetzen? Guck mal, gehst du auch da rein? Er wird da auch reingehen. Er wird da vielleicht auch von alleine essen. So, einmal noch. So, ich muss dann mal wieder, ne? Würde der hinterherkommen? Er haut doch nicht ab, oder? Wie er sich freut. Kommst du mit hier rein? Die Feinmasse, das. Hochheben, weitere Infos. Mach mal Sitz. Das wär's jetzt noch Kunststückchen beibringen. So. Mach Sitz. Du siehst so sauber aus. Ja, du siehst so sauber aus. Ja, sehr schön. Kommst du auch mit ins Büro? Wer kommt denn daher? Glaube ich aber jetzt gar nicht, du. Das machen wir nachher, wenn wir alle Hunde haben. Die brauchen nicht einen Zwinger. Die kommen ja einfach. Da stellen wir das Futter hier überall hier rein. So viel schöner. Was sollen die denn im Zwinger? So, was haben wir denn hier? Das ist Elmo. Tiere im Tierheim. Mhm, nee, Tiere im Tierheim nicht. Tiere zur Vermittlung. Oh, haben wir derzeit nur einen? Luis. Die Mutter dieses Tieres brachte drei weitere Junge zur Welt. Leider konnte die Vorbesitzer
sich nicht alle kümmern. Sie hatten keine andere Wahl. Okay, der Luis. Das Tier ist schmutzig. Für dieses Tier wird eine Wasch... Aha. Jetzt gibt es auch schon die Voraussetzung, eine Waschstation benötigt. Müssen wir wohl erstmal waschen. Nimm dieses Tier auf. Kommst du mit den Luis abholen? Komm, wir holen den Luis ab. So, Luis braucht sehr dringend was? Das ging so schnell. Oh, wir haben wir oben, ich sehe. Ja. Aber wir müssen ja eh waschen, ne? Ist Elmo da geblieben? Elmo, Elmo. Elmo, wo bist du? Ich bring kurz mal Luis schon mal weg, ne? So, Luis, ich komm gleich. Bleib schön da. Ich muss erst mal gucken, wo... Ach, da hast du schön feinen Sitz gemacht. Du kannst auch gerne mitkommen. Kann man hier nicht öffnen? Kannst zugucken. Komm rein hier. Na, der Luis. Der Luis. Wunderbar. Wo haben wir den Schwamm? Da. So, der Elmo möchte überhaupt keine Aufmerksamkeit. Gar nicht. Nein, überhaupt nicht. So. Stack mal weg. Höhen brauchen wir noch nicht. Aus Ähnlichkeiten mit Flauschi. Mit Flauschi. Sehr schön. So, bist du wieder sauber, wa? Wo ist Elmo denn schon wieder? Ah. So, dann gehen wir was trinken, was essen. Was haben wir da? Spielen? Okay, Hunger. Kekse, haben wir noch Kekse? Bezüglich des Tieres, E-Mails. Ach, hier können wir so lesen. Luis stinkt gewaltig, muss dringend gewaschen werden. Luis ist sehr gelangweilt, braucht Streicheleinheiten oder Spielzeug. Luis braucht sehr dringend Futter. Mhm, ist ja alles in Arbeit. Reputationsbonus 122, bleibt dem Fahrzeug fern. Mhm, Nachrichten, also, nee. Aber wir haben alles in der Leiste drin hier. Wir haben noch Hundefutter. Das bald alle trinken. Also was, das auch bald alle. Kekse haben wir noch zwei. Das reicht ja noch für die beiden. Jo, okay. So, dann lass uns erstmal essen. Also erst trinken und dann essen. Und beim nächsten Mal wird dann gespielt. Lass uns ein bisschen erstmal erholen hier. So. So, und Elmo, komm mal ran hier. So, jetzt ist erstmal hier, ne? Schicht im Schacht für heute. So, ich muss noch ein bisschen Haushaltskram erledigen. Und so wie im Real Life, als auch im Spiel. Ja, so, deswegen Haushaltskram erledigen. Bestellung machen, denke ich mal. Und in der nächsten Folge geht's weiter. Gehen wir mal ins Büro. Und
Ja, das soll es gewesen sein. Bis zur nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.